So, weiter geht's. Wir sind zurück am Vollbandschrein und der nächste Part ist dann, denke ich, oder dieser Part ist, denke ich, der letzte, da wir jetzt Eretil abschließen werden und beim nächsten Part dann Anor Londo komplett machen werden. Eretil, ich hoffe, wir schaffen es in diesem Part. Okay, wir bringen die Vitalität ist auf 26. Und, oder? Moment, 24 ist auch schon recht hoch. Ab da bringt es nur noch so um die 30. Hier bringt es noch fast... Hier bringt es noch 35. 33, 30. Okay, also 24 auf jeden Fall mal. Dann können wir noch zwei Level-Ups verschwenden. Kondition. Weiß ich nicht. Will ich erstmal da lassen. Will ich nicht zu viele Seelen für verschwenden. Mittlerweile kostet es, naja, immer noch nicht viel eigentlich. Muss ich ehrlich sagen. Stärke würde ich gerne auch bald hochhauen. Geschick muss ich noch hochhauen, aber das hat noch Zeit. Soll ich Vitalität oder Stärke hochhauen? Es geht noch 18 Level-Ups. Ja gut, ich werde es eh, wenn ich das nicht mache, werde ich zu oft verrecken. Das sind nochmal weitere gut 60 Lebenspunkte. Die können mir das Leben retten. Deswegen haue ich Vitalität hier vor diesem großen Kampf, den ich jetzt habe, auf 26. Und hoffe, dass es vielleicht was bringt. Ich glaube, wir haben sonst nichts gekriegt. Okay. Wir sehen uns dann gleich wieder in Eretil. Und ab geht's. Auf zum Tod. Wir haben ganz schön viel Leben dafür, dass wir nicht entfacht sind. Das ist echt krass. Das sind fast 1000 Lebenspunkte. Beim nächsten Level ab wären es 1000. Man kann... Das wusste ich gar nicht. Man kann Finstergeisterfeindliche rufen, die einen bekämpfen, auch wenn man nicht entfacht ist. Ich dachte, es geht auch nur, wenn man entfacht ist. Aber man kann Duelle starten ohne Glut. Ist ja witzig. Ja, ihr erinnert euch ja an diesen roten Symbolspeckstein. Mit dem kann man dann sein Symbol, sein Beschwörungszeichen setzen, damit andere Spieler einrufen. Nur für einen Zweikampf praktisch. Oder für einen Kampf halt, besser gesagt. Anstatt für Hilfe. Egal. Wir sind jetzt in diesem Turm. Und hier werde ich, bin ich früher sehr oft hin und her gelaufen. Das hier ist aber, wo wir jetzt sterben werden. Der andere Weg ist ebenfalls sehr gefährlich. Da werde ich vielleicht auch verrecken. Aber hier verrecke ich immer 100.000 Mal. Das könnte sein, dass es relativ deprimierend wird, dieser Kampf. Oder hier, ja, nicht dieser Kampf, sondern einfach alles hier. Ihr habt es gerade gesehen. Wir haben den letzten zwar relativ gut gekillt, aber aus irgendeinem Grund verrecke ich hier viel öfter gegen die Viecher. Man muss zum Glück nicht beide auf einmal killen. Aber aus irgendeinem Grund töten die mich hier sehr oft. Vielleicht, weil ich einfach nur hier kämpfe, in diesem kleinen Kreis. Damit ich meine Seelen zurückholen kann, wenn ich sterbe, obwohl ich jetzt gerade nicht viel habe. Vielleicht haben sie auch mehr Leben als der... Aua. Das war nicht klug. Das war noch nicht. Oh. Das ist das Problem. Die sind so schnell. Oh. Au, danke für den Lag. Ein. Sicherheit. Scheiße. 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 Heilen. Scheiße. Heilen. Wieso triffst du mich denn? Oh. Oh, ich habe einen kritischen irgendwie. Ich habe irgendwie einen kritischen Treffer getroffen. Ich habe einen Flakon mehr als die Hälfte gebraucht. Das bedeutet, ich muss gegen den zweiten mit nur 5 statt 6 Flakons kämpfen. Hier ist ein menschlicher Abschaum. Den kriegt man, wenn man Erdwitz Getreue anlegt, wie der vorhin. Der hat einen menschlichen Abschaum von mir bekommen, weil er mich gekillt hat. Eigentlich will ich nicht hier kämpfen. Wieso denn triffst du nicht, du blöde Kuh? Trinken, nicht gut, aber trinken. Treffen. Oh, geil. Oh, scheiße. Ich habe nicht getroffen? Trinken. Nicht jetzt rollen. Warum rollst du jetzt erst? Oh mein Gott.
Alter! Fuck! Hallo? Jetzt muss ich gut sein. Wie sie immer erst hinterher springt. Ist auch so ein bisschen retard. Oh fuck, das war mein letzter. Shit! Töte ihn! Das hätte jetzt ruhig. Töte ihn! Yes! Yes! Fuck me! Leuchtfeuer! Leuchtfeuer! Shit! Edelstein, hinsitzen. Erstmal hinsitzen. Auf den ersten Versuch beide. Oh, fuck. Und der letzte war echt übel. Der Ring der Gunst ist ziemlich geil. Falls ihr Platz dafür habt, aber ich... Oh, warte mal, ich hab Platz dafür. Der erhöht eure TP um offensichtlich nicht mal 30. Ich glaube, das hängt auch mit eurer Vitalität zusammen. Ich habe so viele Vitalität, dass es einfach nur wenig bringt, denke ich mal. Erhöht eure Ausdauer um 10. Das ist geil. Und erhöht außerdem eure Belastung. Das heißt, ihr könnt mehr tragen. Also wie Helves Ring, bloß viel, viel, viel schwacher. Also erhöht es gerade mal um 3,5, während Helves Ring wahrscheinlich richtig krass ist. Und dadurch, dass ich denke, den würde ich gerne haben. Auch wenn ich dafür den blauen Tränensteinring wegtun muss. Außerdem kann ich mit dem... Jetzt mal meinen Helm verbessern. Ah, jetzt machen wir erst kurz das hier. Das hier ist McDonald. Hallo! Erzdiakon, der ist, tot. Er hat keine Augen. Aber wenn ihr hier bei ihm betet, könnt ihr den Eid leisten. Und dann... Könnt ihr auch einer von Aswitz getreuen werden. Man kann auch hier menschlichen Abstand darbieten, wie immer. Und dann aufsteigen, 10 und 30 und so. Erdus Getreue funktioniert genau gleich wie Ferns Wachhunde. Ihr werdet gerufen, sobald ein Moment, ich habe genug Sehen zum Aufleveln, deshalb gehe ich mal zurück. Ihr werdet gerufen, sobald einer, der Glut hat, in genau dieses Gebiet kommt, wo ich eben auch invaded wurde. Also an sich ab dem Punkt, wo die zwei Crystal Lizards sind. Kann es dann passieren, dass Erdwitz Getreue auftauchen. Und falls ihr den anlegt, seid ihr einer von diesen Getreuen. Ihr seid dann praktisch wie ein Finstergeist. Also sobald halt der Träger der Glut tot ist, bekommt ihr eure Belohnung. Ist genau dasselbe wie Ferns Wachhunde. Ich werde es also deswegen auch nicht zeigen müssen. Und Hallöchen. Ich muss eigentlich gar kein PvP mehr unbedingt zeigen. Was will ich haben? Also ich habe jetzt 977 ohne den Ring. Und so hätte ich genau 1000. Aber das ist eine ungerade Zahl. Und ich stehe nicht auf ungerade Zahlen. Die Kondition habe ich jetzt durch den Ring ziemlich hoch. Ich denke, ich kann jetzt erstmal in Ruhe auf Stärke gehen, damit ich irgendwann diese Waffe anlegen kann. Dann mache ich das. Ganz gemütlich, Stärke hochleveln, 17 weitere Level noch, was ziemlich viel ist. Und genau, jetzt kann ich mich mal kurz hier umsehen. Ich guck mal einfach nur auf physisch so. Das hier bringt viel. So, wie sieht es mit der Rüstung? Rüstung finde ich eigentlich gut. Die Stulpen vielleicht. Oh, das sind die besten Stulpen, die ich gerade haben kann. Sehr schön. Hose. Das ist, glaube ich, auch die beste Hose, die ich haben kann. Das heißt, ich habe hier gefallene Ritter und Loffrig Ritterhelm. Aber eventuell kann ich die Rüstung noch wechseln. Aber bei der Rüstung ist es halt wirklich so, die hier wiegt wenig, bringt viel. Und alle anderen, die mehr bringen, wiegen auch viel mehr, wie ihr seht. Die Rüstung des Schwarzen Ritters bringt zwar 3 Punkte mehr, wiegt aber 4 mehr. Und die kann ich nicht anlegen, um über 70 zu bleiben. Deswegen werde ich die Rüstung des gefallenen Ritters wohl bis zum Ende des Let's Plays tragen müssen. Oh, guck mal, ich sehe anders aus. Ich habe jetzt einen Loffrig-Ritter hin. Ich habe mich endlich mal optisch verändert, zum ersten Mal. So, wir gehen zurück zum Wasservorrat und von dort machen wir weiter. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Part, wo man, wo ich eigentlich nie durchkomme, ohne wenigstens einmal zu verrecken.
Ich habe das vorher auch bei den Sullivan Beasts hier gesagt und ich bin selber mega überrascht, da ich beide überlebt habe, ohne meine Flakons wieder aufzufüllen und so. Und überhaupt ohne zu verrecken, weil normal verreckt man ja mit mehr als 0 Flakons, weil man sich zwar noch heilen kann, aber einfach getötet wird, weil man einfach nicht mehr dazu kommt. Das größte Problem ist halt diese verfickt lange Leiter. Das heißt, wenn ich hier tatsächlich nochmal sterbe, werde ich diese Leiter komplett vorspulen, weil die ist wirklich verfickt lang, wie ihr seht. Selbst die Kamera denkt so, wann hört es endlich auf? Da oben ist das Ende. Falls ich verrecke, werde ich das vorspulen, damit ihr das nicht sehen müsst jedes Mal. Die andere Möglichkeit wäre eben die, nochmal da drüber zu rennen. Aber das ist wahrscheinlich ungefähr genauso weit und viel anstrengender für mich. So, wir sind hier oben und ihr erinnert euch wahrscheinlich... ihr seht sie gleich. Ich schaue mich hier kurz nach Items um. Da ist zum Beispiel eins. Ja, das ist auch ein schöner Ausblick hier. Eine Titanitschuppe. Die sind sehr selten, sehr kostbar. Stimmt, ich darf nicht vergessen, es gibt noch eine Abkürzung zurück zum Leuchtfeuer und so. Aber der Weg, den ich eigentlich immer nehme... Ich weiß nicht mal, ob das klug ist, diesen Weg zu nehmen, aber ich denke, dass es... Ich weiß nicht, ich habe den immer genommen. Und hier seht ihr schon einen. Habe ich einen... Ich habe doch ein Fernglas, oder? Ja, doch, habe ich. Schauen wir uns kurz das Fernglas hier unseren lieben Freund, den Silberritter, an. Und ihr erinnert euch an diese scheiß Pfeile, die mich durch die Gegend schmeißen. Genau deswegen verreckt man hier so gerne, weil man einfach von diesen verdammten Riesenpfeilen in den Abgrund geschossen wird. Und einer der Wege, die ich bisher immer genutzt habe, ist dieser hier. Rechts lang, ganz rechts lang. Und dann irgendwie diesen Ritter dahin herlocken. Ohne von den anderen weggefickt zu werden. So. Das war doof. Aber Glück. Solange man nicht runterfällt, muss man sich glücklich... Nein! Na! Trink! Oh! Scheiße! Ich wusste, ich verrecke. Aber ich habe nicht erwartet, dass ich einfach beim Ausweichen da runterfall. Genau so zwischen so einem mickrigen... zwischen zwei Säulen einfach runterfall. Das ist doch nicht so fassen. Okay. Ich hoffe, ich habe jetzt hier ein bisschen Spulen, damit das für euch nicht so langweilig ist. Je mehr kann ich ja einfach drüber reden in relativ normaler Geschwindigkeit dann und das irgendwie anpassen. Oder auch nicht. Ich meine, eh nicht so viel zu sagen. Das war auf jeden Fall ein erbärmlicher Tod. Scheiße. Was ich vorhin sagen wollte war, solange man nicht runterfällt, hat man Glück. Und von diesen verdammten Riesenpfeilen wird man halt gerne da runtergeworfen. Und von den Silberrittern wird man halt verprügelt, aber da fällt man nicht um. Rutscht man ein Stück nach hinten. Das kann aber auch schon reichen, um zu sterben und runterzufallen. Aber solange man nicht runterfällt, ist man noch nicht tot. Dann kann man sich heilen. Der Abgrund ist hier eigentlich fast immer der Tod. Der Todesgrund, nichts anderes. Ich glaube, kaum jemand stirbt hier durch irgendwie die verdammten Ritter selbst. Wieso schießt er nicht mehr? So. Oh! Wow! Sprintet da. Was trittst du ihm denn? Das ist sehr unhöflich. Das war nicht, was ich wollte. Okay. Okay, der Pfeil war gerade so. Wow. Der ist so schnell an mir vorbei. So, oh, warte. Ich muss mir gerade kurz überlegen, wie ich genau das mache. Ich muss zwar da runter. Die Frage ist, in welcher Reihenfolge mache ich was? Ich renne jetzt erstmal hier hoch. Da ist einer. Ja, du schießt auf die Entfernung auf mich, du Psychopath! Der fällt oft darunter. Hauptsache, er ist tot. Das hat auf jeden Fall gut funktioniert. Manchmal landen die auch auf irgendeiner Stelle, wo ich dann selber runterspringen muss, um die dann noch zu vernichten, weil sie sonst weiter auf mich schießen. Und das ist dann meistens auch sehr unpraktisch für mich. Okay, hier bekommt ihr die Asche eines Ostländers. Das ist das eine Item, das man hier holen kann. Eins der Items, auf jeden Fall, sagen wir so. Gibt noch ein paar kleine, leicht versteckte Items, die ihr unbedingt haben wollt. Ich jedenfalls will sie unbedingt haben. Da ist der nächste Arsch. Er steht da schon mit seinem wehenden Umhang und seinem Riesenbogen.
Ah. Ich scheine echt recht gute Rüstung und Vitalitätswerte zu haben. Muss ich echt sagen, weil normal sind die echt ziemlich tödlich. Aber diesmal machen sie mir keine so großen Probleme. So, wo bin ich jetzt? Das wäre der andere Weg, wo man hier hochkommt. Aber der da würde einer auf einen schießen. Gut, ich schaue mir das nachher an. Ich töte erst alle von diesen verdammten Silberrittern. Die nächsten zwei sind da unten. Oh, da ist noch einer. Boah, wie schnell lädst du nach? Normal schießen die auch voll langsam so. Was war das denn? Bogen, Schwert, Bogen. Ach, egal. Oh, wow. Das glaube ich nicht. Wir kriegen den... Wir haben den Drachentöter-Großbogen von ihm bekommen. Obwohl das ein absoluter Zufallsdrop ist und wahrscheinlich so unendlich selten. Das Witzige ist, dass der da unten liegt. Dass man den einsammeln kann hier. Weil der einfach da liegt. Und ich krieg den als random Drop von einem... der Silberritter, die ich gekillt habe. Einfach so. Oh, ich habe keine Ausdauer. So, und das ist der letzte hier. Also, der letzte, der mir gefährlich werden kann. Oder der mich abschießen kann. Schade eigentlich, dass es nicht für 4 Schläge reicht. Gut. Der gibt mir sogar noch sein Schild, aber den brauche ich nicht, da ich Schild des Verlangens habe. Okay, jetzt wird es nochmal ein bisschen spannend. Oh Gott, wie mache ich denn das? Okay. Ich gehe wieder zurück. Ich zeige euch jetzt erstmal Stück für Stück alles. Ich kann nur hoffen, dass ich nicht so blöd bin und irgendwie von selbst da runterfalle. Aber so dumm ist ja hoffentlich keiner. Hoffentlich bin ich es nicht. Okay. Das hier war der Weg, wo wir hoch sind. Das hier wäre die andere Möglichkeit. Da kämpft ihr dann auch... kriegt ihr, glaube ich, noch ein Item. Oder nicht? Da kommt ihr auch hoch und runter, ohne dass ihr eben diesen kleinen Hüpfer machen müsst, wegen dem ihr nicht mehr hochkommt. Aber, wie gesagt, der Silberritter ganz rechts ist dann halt wiederum ein weiteres Problem. Und ihr seid zwischen links und rechts eingesperrt, deshalb gehe ich immer ganz rechts. Als nächstes müssen wir, glaube ich, da runter. Also das haben wir schon, die Asche. Und da drüben... Wollen wir da jetzt schon rund? Oh, da müssen wir... Ah, ich erinnere mich. Okay. Was wir auf jeden Fall brauchen... Ach, wisst ihr was? Ja, ich bin sehr verwirrt. Wir machen das wie folgt. Step by step. Zuerst aktivieren wir eine Abkürzung zum Hohepriester Sullivan Leuchtfeuer. Das heißt, zu dem Leuchtfeuer, wo nicht die beiden Sullivan Beaster und McDonald waren. Und das ist nämlich dieser Weg hier. Da sind auch da unten die verdammten Deacons. Und hier seht ihr eine Leiter. Mit dieser Leiter kommt ihr da runter. Und da ist eine Tür. Die Tür habe ich vorhin gar nicht angesprochen, aber die ist direkt hier, wo der Fette normal steht. Der ist jetzt ein bisschen gewandert. Ich töte die jetzt alle, weil ich hier gleich eh durch muss. Und dann sind die schon mal... Muss ich eigentlich gar nicht... Ich sollte die eigentlich in Ruhe lassen, aber jetzt wäre der Weg zum Leuchtfeuer zurück frei, falls ihr dringend Flakons braucht. Habe ich euch das jetzt mal gezeigt. Ich gehe jetzt auf jeden Fall wieder hoch. Ich komme hier eh gleich wieder runter. Achso, zum Thema Silberkatzenring nochmal. Ich weiß nicht, ob das vorhin verständlich war, aber der Silberkatzenring negiert jeglichen Fallschaden, solange der eure maximale Gesundheit nicht übersteigt. Also nicht die aktuelle Gesundheit, wenn ich jetzt halbes Leben habe und den Silberkatzenring anlege, dann ist es wie, als wenn ich volles Leben hätte und den Silberkatzenring anlege. Das macht also keinen Unterschied. Ich weiß gerade gar nicht, welches habe ich denn jetzt weg? Den Schlangenring, oder? Ne, den Estusring, okay. Ja gut, egal, der gibt mir trotzdem voll, oder? Ja. So, mit dem Silberkatzenring wird mir der Sturz hier jetzt nichts ausmachen. Es ist aber ein relativ hoher Fall. Also guckt, dass ihr wenigstens, dass ihr genug Vitalität habt, bevor ihr das tut. Egal ob mit oder ohne Ring. Der Ring negiert, wie gesagt, nur den Schaden, den ihr eh überleben würdet. Und, ich wollte mich nur vergewissern, ob hier noch was ist. Aber da hier nichts ist, hättet ihr auch von dem Schrägdach, von dem ich gerade gekommen bin, einfach hier runterspringen können, denn das ist eigentlich, wo wir hinwollen. Hier ist auch das Item, das wir haben wollen.
Weil wenn ihr von dem Dach, wo ich gerade hoch und runter gelaufen bin, wenn ihr von dem Dach hier runterspringt, verliert ihr eh weniger Leben. Aber mit dem Silberkatzenring ist eh scheißegal. Hier ist der Drachentöter-Großbogen. Der mir gerade random gedroppt wurde. Was eine Wahrscheinlichkeit von wahrscheinlich 0,01% oder so hat. Und ich krieg den einfach von denen kurz bevor ich ihn einsammel. Das ist so dumm. So. Hier sind wir jetzt wieder auf... da, wo die ganzen Dickens sind. Also in dem Fall ist es doch wahr, dass ich mich da durchschlachten müsste. Machen wir das doch einfach kurz. Die sind ja keine Herausforderung. Und vor allem sind es ein paar Seelen und das könnte dann ein extra Level-Up bedeuten. Es sind fast 1000 Seelen pro Vieh und das sind bestimmt 10 von denen. Also das ist eigentlich einiges, wenn man es mal zusammenzählt. Auch wenn es einem nicht so vorkommt, wenn man hier nur so 750, das bringt doch nichts. Aber da kommen ja immer mehr. Normal kann man dann für den Farming-Rundgang auch noch die Riesen da unten killen. Die sind mit einer guten Waffe auch ein Two-Hit. Und man kann die killen, bevor sie aufstehen. Ich höre noch was, aber ich sehe nichts. Okay, dann kommen wir jetzt zu Andri. Dann werden wir jetzt zu Andri gehen. Und sobald das alles erledigt ist, diese Vermählung, erkläre ich euch, was der andere Weg bedeuten würde. Was der Weg bedeuten würde, wenn man diesen verkleideten Pilger töten würde. So dass Yuria einen nicht mehr mag, so dass man eines der Endings verkackt. Und dann halt eine ganz andere Story praktisch hat. Wir kommen hier in diesen Raum. Aus irgendeinem Grund ist bei mir das jedes Mal schon offen, aber ich habe gelesen, hier wäre eine Illusory Wall. Ritual voraus, kann man so sagen. Bevor ich da hingehe, hole ich kurz dieses Item und aktiviere diesen Hebel, damit ich das nachher nicht machen muss und ewig warten muss, denn dadurch fährt dieses Ding... Okay, es sieht so cool aus, wir müssen uns das angucken, tut mir leid. Ich wollte eigentlich gehen, während es herunterfährt, aber es geht ja eigentlich relativ schnell und es sieht mega geil aus. Das ist so eine Art richtig cooler Aufzug. Und der führt nach Analondo, da gehen wir danach hin, aber erst müssen wir Andri ehelichen. Und da ist auch dieser Pilger, von dem wir geredet haben, nicht mehr verkleidet, chillt jetzt hier. Hallo. Welcome, our gracious lord. Your spouse awaits you. You are very near. Please, take the sword of avowal. May you be the truest lord of Londor yet. Danke. Your spouse awaits you. You are very near. May you be. Da haben wir noch ein Item. Das ist eine komplette Blechrüstung. Bevor ich weitergehe, schaue ich mir die kurz an. Aber die dürfte nicht so gut sein. Ne? Oh. Die bringt zwar nicht viel mehr, aber ich kann sie gerade so anlegen. Oh, aber das da bringt mehr. Dann nehmen wir hier das. Oh, ernsthaft, 70,1%. Okay, Moment, das bringt 0,5 mehr. Die bringen 0,2 mehr, das lohnt sich nicht. Okay, dann nehmen wir die Schuhe stattdessen. Und sehen sehr seltsam aus. Aussehen mit kompletten Blechrüstungen würde ich, oder fast kompletten, würde ich so. Das sieht noch witziger aus. Machen wir das mal rückgängig. Oder eben so. Wenn ich noch eins auf Dings mache, auf Belastbarkeit, könnte ich so aussehen. Jetzt haben wir erstmal so dämliche goldene Beine. Das ist okay. Ja, weiter. Das ist Andri. Moment. Da. Ritus der Bekenntnis.
Das war besagte Vermählung. Andri war zu dem Zeitpunkt schon tot und wir haben ihm oder ihr einfach nur dieses Schwert durch den Kopf gerammt und dafür 3 dunkle Siegel erhalten. Jetzt haben wir 8 Siegel und nur dadurch kann man die eine Endcutscene freischalten mit den 8 dunklen Siegeln. An sich habt ihr jetzt, glaube ich, alles erfüllt, was ihr für diese Cutscene braucht. Durch die Vermählung in Anführungsstrichen mit Andri, wie man das hier eben nennt, habt ihr jetzt diese Cutscene freigeschaltet. Hier müsst ihr noch aufpassen, hier ist ganz im Dunkeln noch eine Kiste versteckt. Mit dem Umkehrring. Der Umkehrring ist, glaube ich, sehr interessant. Das bedeutet, dass Männer weibliche Aktionen ausführen und Frauen männliche Aktionen ausführen. In anderen Worten, es verändert euer komplettes Aussehen. Ich zeige euch das später kurz. Genau. Okay, dann muss ich euch jetzt kurz erklären, was passiert wäre, wenn wir den Pilger getötet hätten. Also das hier, diese Vermählung bedeutet praktisch, dass wir unsere 5 dunklen Siegel und ihre 3 dunklen Siegel in unserem einen Körper vereinen. Oder seine in dem Fall. Oh ja, stimmt. Der Pilger ist jetzt tot. Wir bekommen den Zauber Chamäleon hier. Bei der Leiche. Falls ihr den Pilger in der Kirche von Yorshka tötet, wo er so verkleidet der Statue ist, bekommt ihr den Chamäleon-Zauber direkt. Und ihr würdet Andri das Leben retten, in dem Fall. Andri würde dann, falls ihr den Pilger tötet, überleben, nicht von dem Pilger umgebracht werden und dann von uns durch mit dem Schwert dann noch durchbohrt zusätzlich, sondern würde hier nach Anolondo gehen, genau wie wir jetzt. Würde hier hochgehen. Na. Das ist jetzt leider auch schon fast ein Spoiler, weil ich darf das ja so gar nicht sagen. Aber gut, ihr wisst jetzt, Andri stirbt ja dadurch, dass ihr den Pilger am Leben lasst. Solltet ihr den Pilger töten, überlebt Andri. Und dann macht sich Andri auf den Weg nach Anolondo. Was hier ist. Wir gehen jetzt hier kurz hin. Aktivieren das Leuchtfeuer. Aber wir machen Anolondo noch nicht und wir müssen ihn auch wohin. Ich setze mich auch nicht hin. Da seht ihr schon jede Menge Silberritter. Das hier ist Anolondo. Hier wäre dann Andri jetzt. Ganz oben, da wo die geschlossene Tür ist. Sobald man die Tür geöffnet hat, entsteht dort ein Beschwörungsrufsymbol praktisch. Für Andri. Und Andri will dann, dass ihr selbst, also der Spieler, in seine oder ihre Welt kommt. Und ihm oder ihr, das ist ganz schön kompliziert, ne? Dass ihr halt Andri helft, den Boss, der da oben auf euch wartet, zu töten. Dann müsst ihr diesen Boss in seiner oder ihrer Welt töten. Und danach noch in eurer eigenen. Ich frage mich wahrscheinlich, warum ich jetzt da runtergehe, aber das ist ja wichtig. Ich erkläre das aber kurz zu Ende. Das heißt, ihr tötet den Boss bei ihr oder ihm. Andri bedankt sich dann. Alles ist gut. Insofern, bis zu dem Zeitpunkt. Falls ihr jetzt nicht gespoilert werden wollt, solltet ihr jetzt kurzzeitig nicht zuhören. Ich glaube, ich poste einfach, wo ihr dann wieder zuhören dürft. Denn ich erkläre jetzt kurz, was passiert, nachdem ihr mit Andri zusammen den Boss gekillt habt. Falls ihr das selber noch rausfinden wollt, solltet ihr einfach ab jetzt überspringen. Und zwar, falls ihr tatsächlich diesen Weg geht, helft ihr Andri dabei, den Boss zu killen. Andri ist dann erstmal glücklich, aber Andri findet dann. Oder Andri dreht dann halt durch. Andri wird hollow. Genau wie Horace vorher. Ich glaube, Andri findet gar nicht raus, was heute passiert ist, aber Andri wird dann hollow. Dann könnt ihr. Shit, jetzt bin ich da nicht am Leuchtfeuer. Okay, ich gehe nochmal kurz hoch. Ich zeige euch gleich kurz. Oder ich erkläre es euch kurz. Dann könnt ihr zum ersten Leuchtfeuer der Kathedrale des Abgrunds zurück. Falls ihr euch daran zurückerinnert. Bevor ihr dann durch dieses Tor geht, wo die ganzen Feuerarmbrustschützen und die Hunde sind, müsst ihr rechts hoch. Und da ist dann Andri als Hollow und dann müsst ihr Andri töten. In dem Fall, das hier ist Dark Souls, es ist scheißegal, was ihr tut, alle verrecken. es ist also scheißegal, entweder ihr rettet Andri temporär das Leben, tötet mit ihr / ihm zusammen den Boss und danach müsst ihr ihn selbst umbringen, weil er bzw. sie durchdreht und Hollow wird. Oder aber ihr lasst Yuria Andri töten, rammt Andri dann das Schwert durch den Kopf und erhaltet die dunklen Siegel von Andri. Egal was ihr tut, Andri stirbt. Scheißegal. Gut, dann machen wir jetzt wohl mit dem Spiel weiter. Jetzt
wundert ihr euch wahrscheinlich, was ich hier unten mache, falls ihr das noch nicht wisst. Aber das hier ist ziemlich abgefuckt, denn... Guckt euch das mal an. Was ist denn das da drüben? Da ist auch ein Leuchtfeuer. Wie kommen wir da hin? Tja, einfach laufen. Ja, das gab's aber, glaube ich, schon in Dark Souls 1 oder 2. Oder beiden. Diese unsichtbaren Böden, über die man laufen muss. Und... Das ist jetzt nicht so gut, denn es ist hier ein gefährlicher Sprung. Ich hoffe, dass einfach nur das Spiel jetzt rumspinnt und dass es gleich wieder geht. Aber macht diesen kleinen Sprung hier und dann seht ihr hier schon einen weiteren Charakter, zu dem wollt ihr danach, sobald ihr das Leuchtfeuer aktiviert habt. Ich hoffe, dass ich das noch zu Ende kriege. Das sind nur noch zwei, drei Sachen, die ich hier machen muss. Also hoffe ich, dass der PC noch rumspinnt und ich jetzt noch genug Speicherplatz habe. Nee, habe ich nicht. So, okay, kein Problem. Es war einfach nur mein Speicher voll. Das ist jetzt nicht das Problem von dem PC. Ich habe einfach zu lange gebraucht, um das mit Anri zu erklären. Hier ist ein Leuchtfeuer für uns. Und hier ist eine weiße Frau für uns. Name thyself, stranger. I am Yoshka, captain of the Dark Moon Knights. What beckoned thee to such a place? Finstermondtreue. Thou thinkst too. Very well. Captain to this knightless company I remain. I will grant thee purpose. Das ist ein weiterer Eid, by the way. Thou hast journeyed far. Hear my voice. If thou shalt swear by the covenant to become a shadow of Father Gwyn and Sister Guinevere, a blade that shall hunt the foes of our lords, then I place thee under the aegis and the power of the Dark Moon. Thou art now a blade of the Dark Moon, the only knight of our company. Swear this oath and face thy solemn duty. Oh, good blade of the Dark Moon, welcome home. If I can provide thee succor, only tell me how. Long ago, our father Gwyn, lamenting the waning of the fire, became cinder of his own will. Now, the fire is linked by the champions who have come in his stead. Such is the will of Father and the gods. And so the Dark Moon Knights took arms to watch over those who link the fire. But long ago, our company lost its last proper knight. Only its covenant was preserved to this day, until the time of thy visit. Erdem taketh many forms, indeed. May I pose thee a question? This tower, this prison, stands tall and solitary, the contraption bridging its lower reaches long unmoving. So, by what path didst thou here ascend? Art thou a creature of the air? Or other winged thing? Ist egal, was ihr eigentlich antwortet, also. No, of course not. Forgive my prying. Think no more on mine asking. I'm ashamed to say I know very little of anything. Long ago, okay. Off so soon. May the Dark Moon watch over thee. Lady Yoshka, heißt sie, glaube ich. Warte mal. Kann man nie führen, Yoshka. Was auch immer. Ist der Ort, wo man dann die Beweise der Eintracht abgeben kann, die man sowohl durch diesen als auch durch diesen Eid kriegt. Das ist praktisch genau dasselbe, nur dass die Klinge des Finstermonds euch, soweit ich weiß, sogar noch einen Bonus gibt, falls ihr einen von Rosarias Fingern Finstergeistern tötet. Mit anderen Worten, benutzt damit am besten nur noch den. Das ist am sinnvollsten. Und ich für meinen Teil, ich schaue mich hier noch kurz um und danach geht's bergab. Okay. Wir müssen hier nämlich
vorsichtig runterspringen und gucken, dass wir hier keine Items vergessen. Zum Beispiel, das ist ein gefährlicher Drop. Ist den besseren? Ne, irgendwie nicht. Okay. Zum Beispiel haben wir hier das Gemäldehüterschwert. Und da unten haben wir das Gemäldehüter-Set. Und falls ihr... Bitte lasst euch das noch kurz fertig machen, PC. Falls ihr im New Game Plus Plus seid, könnt ihr irgendwo auf dem Weg hier runter einen Ring plus 2 noch einsammeln. Also irgendwo wird dann nochmal was weiß leuchten. Den solltet ihr natürlich nicht verpassen. Das war jetzt blöd. Macht aber nichts, ich habe den Silberkatzenring an. So, und wisst ihr, wo ihr jetzt seid? Nein, das wisst ihr nicht. Oder vielleicht wisst ihr es doch. Wir sind wieder in der Kirche von Joschka. Ja, das macht Sinn. Und jetzt gehen wir zum Feuerbandschrein. Verschwenden unsere letzten Seelen. Das ist eigentlich nur ein Level ab, vielleicht zwei. Reden kurz mit Yuria. Und beim nächsten Mal machen wir Anno Londo durch. Gut. Ganz kurz. 13.000 habe ich da noch übrig. Das reicht wohl nirgends hin. Es wäre aber trotzdem gut, wenn ich die Seelen loswerde, weil ich eventuell demnächst oft sterbe. Gucken wir mal, ob wir die irgendwie zusammenkriegen, kurz. Schattenasche. Okay, mittlerweile kennen wir das Gespräch. Die haben die Schattenasche des Ostländers abgegeben. Wir haben auf jeden Fall große Titanitscherben oder anderen Scheiß, aber ihr wisst ja, ich kaufe eigentlich nie was. Was ich loswerden will, ist das Chamäleon hier. Den goldenen Ritualspeer. Ja, auf jeden Fall den Drangdoppelspeer. Das ist Magie. Ich werde das nicht benutzen. Das weiß ich jetzt schon. Das auch nicht. Einen der beiden Drachentöter-Großbogen. Die sind mega geil, aber die brauchen Großpfeile, sonst funktionieren die nicht. Mit anderen Worten, die sind mega geil. Wir brauchen halt solche Pfeile, aber die machen mega viel Damage. So, sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ja, das wollte ich euch noch zeigen. Oh. Okay, wie viele Seelen brauche ich? Klappe halten hier. Ashenmann. Oh, diese guckt so. Oh, okay, ich bin still. Genau 11.200. Das sollte ich relativ schnell zusammenkriegen. 11.200. Ich hätte vielleicht die größere zuerst verkaufen sollen, aber egal. Aufsteigen. Stärke. Und außerdem waren wir noch nicht bei Ludlev. Wegen Hohepriester Sullivan. Ein Großschwert des Urteils, das Magieschaden macht. Oder ein gottloses Großschwert, das keinen Magieschaden macht. Hat aber einen interessanten Effekt, die Waffe. So, jetzt müssen wir zu Yuria. Die spricht uns auf unsere Vermählung an. Ah, our Lord in Liege. I presume my holy vows are sworn. Wonderful. Now thou art the true and deserving Lord of Hollows. With a spouse, the strength to claim the fire is thine, thy lordship. I prithee wrest the fire from its mantle. I, Yuria, and all Londor embrace thy impending lordship. O Lord and Liege, I prithee, play the usurper. When the moment cometh to link the fire, wrest it from its mantle. The Age of Fire was founded by the old gods, sustained by the linking of the fire. But the gods are no more, and the all-powerful fire deserveth a new heir. Our Lord of Hollows, it shall be who weareth the true face of mankind. Our Lord, I prithee, when the aid of the gods of Arl be safe. O Lord and Liege, I prithee wrest the flame from its mantle. Okay, also was jetzt noch zu tun ist, zurück zum Leuchtfeuer zu gehen und euch noch kurz diesen seltsamen Ring zu zeigen.
versuche kurz mal alles abzulegen. Ich habe das eigentlich, glaube ich, auch noch nie wirklich ausprobiert. Statt dem Estus-Ring legen wir hier kurz den Umkehrring an. Hä? Ich sehe immer noch gleich aus. Ich weiß nicht genau, wo der Unterschied ist. Oh je. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Offensichtlich haben Männer und Frauen unterschiedliche Aktionen in irgendeinem Bezug, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es absolut nicht. Ja, offensichtlich steht sie irgendwie anders da, oder? Also irgendwas macht sie. Ich check's aber nicht ganz. Okay, egal. Das heißt, das wär's für diese Session wieder mal. Ich ziehe mich hier nur noch kurz an. Oh, stimmt, ich könnte eigentlich noch eins auf Belastbarkeit irgendwann setzen. Na gut, egal. Und beim nächsten Mal machen wir dann Anor Londo durch. Gibt's hier noch was? Nein. Erste Scherbe haben wir, glaube ich, auch nicht. Na gut, dann bis zum nächsten Mal in Anor Londo. Macht's gut und bis dann. Ciao.